Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Frank Schuh von LJ Weber Live mit einer neuen Analyse im DAX-Index. Und wir schauen auch heute mal längerfristig auf den DAX-Index drauf, damit Sie mal wieder wissen, wie das große Bild aussieht. Wir sehen hier im Tageschart die Hauptbewegung, die bullisch ist. Und zwar hier in der Welle 3. Da sehen Sie es. So, hier in der Welle 3, da sind wir gerade drinnen. Und in dieser Welle 3, da haben wir eine Welle 1 abgeschlossen. Unten hier die Welle 2 abgeschlossen. Und wir sind jetzt in Richtung, oder nein, die ist noch gar nicht abgeschlossen. Die wird abgeschlossen alsbald. Da gehen wir aber gleich drauf ein. Dann folgt eine 3 bis 17.600, eine 4 und hier die 5. Hier sehen Sie die Marken. Ich wechsle jetzt in den 4-Stunden-Chart und wir befassen uns mit der Welle 2, in der wir uns gerade eben befinden. In der Welle 2 haben wir die A, die B und die C. A ist fertig, B ist fertig. In der C sind wir gerade. Hier eine 1, hier eine 2. Und nun kommt als nächstes hier die 3, die 4 und die 5. Moment, das ist ja falsch. Das ist kein Diagonal. So ist es richtig. Also hier die 3, die 4 und die 5. Diese Welle 4, diese Welle 2 hier, die könnte auch schon früher zu Ende gehen. Also zunächst mal, wenn wir das Retracement hier uns anschauen, wir ziehen das mal hier rüber, dann haben wir hier fast schon die 38,2 erreicht. Das heißt, in der Theorie dürfte diese Welle 2 hier unten auch schon hier zu Ende sein. Zumindest darf man das nicht ganz vergessen, wenn auch das nicht so wahrscheinlich ist, aber möglich ist es auf jeden Fall. Dann könnte die Welle 2 auch im Bereich der 50% enden, der 61,8. Die darf auch weitergehen. Man kann aber auch mal versuchen zu schauen, wenn die Welle A diese Länge hat hier, und die Welle C davon 100% macht, dann müsste sie ungefähr hier im Bereich 15.372 enden. Diese Marke hier, dieser Bereich, also in der Mitte zwischen 50% und 61,8%, den würde ich mir mal merken. Da positioniere ich jetzt mal die Welle 2 erstmal hin. Und wenn sie direkt umkehrt, also wenn wir jetzt schon nach oben durchziehen, dann müssen wir das anpassen. Dann muss ich die 2 von hier nehmen und dorthin verfrachten. Das kann ich nicht zu 100% ausschließen, nur damit Sie Bescheid wissen. Deswegen würde ich auch das hier jetzt nicht unbedingt handeln. Und wenn, dann nur in den ganz, ganz kleinen Charts. Das war es dann auch schon vom DAX-Index. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bitte liken, abonnieren Sie den Kanal, denn Sie bekommen noch viele weitere interessante und spannende Analysen. Bis dann, der Frank Schuh.